Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Inferno. Ich wollte ja die Gehirne-Ahoi-Kombo probieren, aber ich komme nicht drauf. Ich habe Ahoi habe ich den Piraten genommen und Gehirne ein Zombie. Aber was jetzt noch? Oh Mann. Mein Bauch sagt mir gerade irgendwie, ich muss den Entsafter kaufen. Ich weiß auch nicht warum. Gehirne Ahoi. Dann steht da noch Jiha. Oh, das ist ja. Ach, ihr habt das bestimmt schon wieder raus. Ich kaufe mal den Klammerbot einfach so zum Spaß und die rosige Kombo. Ich glaube, Rosen hatten wir bei der guten Walküre. Ach, und schon wieder ist hier alles voll. Ach so, ich wollte ja noch ein bisschen Gravitationsfelder erzeugen. Hui! Oh, und der Mond ist in zwei Hälften zerfallen. Quasi zwei Halbmonde. Ha, ha, ha. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Die rosige Kombo. Dann nehme ich mal sie. Die rosige Kombo. Och, Leute. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade nur blöd anstelle, aber vielleicht ein Gentleman und eine Walküre, das ist ja Quatsch. Die rosige Kombo. War bei den Dingern jetzt eigentlich immer was Neues dabei? Ja, also müsste es ja eigentlich mit irgendwas aus diesem Katalog hier. Scheiße, ey. Ich fluch schon wieder nur hier rum. Könnt ihr mal verbrennen hier bitte? So. Oh nein. Jetzt hab ich was vergessen. Huch. Oh, das ist doch rosig hier. Scheiße. Sind das Herzen oder Rosenblätter? Das sind Rosenblätter. Was habe ich denn hier noch? Hier habe ich noch Puzzleabenteuer und Meisterhaft. Puzzleabenteuer. Was habe ich noch so für Puzzle? Puzzle. Ich bin heute irgendwie ein bisschen. Stehe ein wenig auf dem Schlauch. Rosen! Ach! Puzzleabenteuer. Puzzleabenteuer und meisterhaft. Da nehme ich mal das Ei. Meisterhaft. Die Puzzle-Kombo gefällt mir auch nicht, die ich hier habe. Was ist denn das hier? Irgendein Stückchen von irgendeinem Stückchen. Meine Idee ist gerade hier so ein bisschen Tetris mit dem Dingens. Und Eier. Meisterhaft, aber das hat jetzt nichts mit Meister zu tun. Und die Walküre und den Kerl hier.
ist auf jeden Fall die rosige Combo. Und die Meisterhaft-Kombo war auch richtig und die Puzzle-Kombo war falsch. Na, immerhin. Gehirne Ahoi, jiha. Oh Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Ausgeflipptes Essen habe ich auch noch nicht raus. Insektennest ebenfalls nicht. Insektennest, warum nehme ich da nicht einfach mal die Spinneier und die Insekten? Wird schon nicht stimmen. Ja, ach Leute, ich kaufe mir mal den nächsten Katalog. Ist ja sonst Quatsch, was ich hier mache. So, alte Frau Puppe, vielleicht stirbt sie. Ach, alte Menschen sind doch lustig, oder? Heulender Kojote, frag nicht, für wen der Kojote heult. Er heult für dich. Ich höre aber, achso, man hört es wahrscheinlich erst. The Terrible Secrets, das grauenvolle Geheimnis. Das schwelende erste Buch einer grauenvollen Trilogie. Oh oh, ich ahne, dass hier dann schon noch die nächsten kommen. Heulender Kojote. Ja, kauf mal einfach mal alles, oder? Wir haben es doch. Moderne Lampe, minimalistisches Design trifft minimale Brandschutzbestimmungen. Ich könnte hier mal einen neuen Slot kaufen, oder? Das ist der teuer. Und mein Versuch von Insektennest war schon mal falsch. Wichtige Wetter. Oh, wichtige Wettermeldung. Boah, die Wolken kreisen. Es wird windig da draußen. Hey. Aber der Wind weht nicht in Richtung Westen oder Osten. Auch nicht nach Norden oder Süden. Er weht nach oben. Hinauf. Haltet euch warm dort unten. Hey. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Bababam. Ja, und wir verbrennen hier ein bisschen mit grüner Flamme. The Terrible Secret. Und die alte Frau, die vielleicht stirbt. Ist der kommt Fliegen raus. Das ist eklig. Und der heulende Kojote heult für uns. Und wir haben bestimmt wieder wunderbar neue Kombinationen. Ach. Ah, das werden ja immer mehr. Heul den Mond an. Das ist einfach. Also, das ist jetzt wirklich, wirklich einfach. Katzenlady, auch das ist einfach. Aber nicht weniger witzig dadurch. So, und älteres Paar. Da können wir gleich noch so eine Olle nehmen. Vielleicht kann ich das gleich zusammen machen. Älteres Paar. Nehmen wir mal den Gentleman. Ich werde noch gleich was machen hier. Grauenvolles Geheimnis-Kombo. Ja, ich weiß nicht, ob ich da schon noch was habe oder ob ich da quasi noch was dazu brauche. Bin ich mir gerade unsicher. Ach, was haben wir denn noch so? Wechsel die Birne. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das überhaupt schon alles hab hier. Kaufe ich mal lieber was Neues. Russische Matroschka. Oh, das ist eine Endlosschleife. Jede ist so gleich wie einzigartig wie die vorherige. Englische Wörterpackung. Schussle ein paar zufällige Wörter zu einem Gedicht zusammen, genau wie echte Dichter. Pancake, Kiwi und... Ja, und so weiter. Oh, ich war schon wieder zu aufgeregt. Ich brauche unbedingt mal den neuen Slot. Jetzt mache ich mal meine Katzenlady älteres Paar-Kombo. So, heul den Mond an. Das war aber auch einfach jetzt hier. Geld. Komm mal hier runter, ich will mein Geld haben. Scheiße. Und ein neuer Brief.
Wenn ich mit meinem Little Inferno Fireblaze spiele, habe ich so viel Spaß. Ich starre über Tage und Stunden hinweg in das Feuer. Wohin ist all die Zeit gegangen? Sie ist zum Kamin hinaus, raus. So wie alles andere auch. Ich habe sie ja mittlerweile richtig lieb gewonnen. Kommt aus der Matroschka jetzt eine Matroschka raus und aus der Matroschka eine Matroschka, aus der Matroschka eine Matroschka, aus der Matroschka eine Matroschka raus. Wir wissen es nicht, woher sollen wir es denn wissen? Ach, guck mal hier. Bium und die nächste. Ach, so kann man mich den ganzen Tag beschäftigen. Wo ist die nächste hin? Hier. Bumm. Und die nächste. Ich hoffe für euch, dass das keine Endlosschleife ist. Ach, das war es anscheinend schon. Und ich kaufe weiter, immer weiter. Ölgemälde, viel farbenfroher und lebhafter als die echte Person. Ballons, heitere die Laune von Kindern auf der ganzen Welt auf. Dreieckige Götze, sei vorsichtig, um ihn nicht zu wecken. Da würde ich doch glatt mal, ohne nachzugucken, ob es dafür eine Kombo gibt, den anderen Götzen kaufen. Und ein Feuer... Feuerlöscher, bitte. Nö. Vogelscheuche, verscheucht alles bis auf die Vögel. Oh, ich finde Vogelscheuchen ja so gruselig. Muss ich irgendwie immer an den Anfang von Jeepers Creepers 2 denken. Wenn ihr keinen guten Film gucken wollt, guckt ihn euch an, es lohnt sich. Und ich kann nichts machen und muss warten. Zufällige Wörter, Journey, Coin, Dirty, und so weiter. Dirty Storm, und ein paar Luftballons, nicht mit Helium gefüllt, offensichtlich. Sag mal. Und das dreieckige Götze und der andere Götze und... Ich verbrenne mal alles. Mist, das war keine Kombo. Och Mann. Grauenvolles Geheimnis. Wechsel die Birne. Kalter Krieg-Kombo. Huch, gerahmte Kombo. Gerahmte Kombo habe ich jetzt allerdings eine Idee. Da müsste ich das Ölgemälde... hilfreich in allen olfaktorischen Notfällen... Och nö, Leute. Pulverfass, ein fantasievolles Fest, würde ich mal sagen. Der Flammenfärbung. Kokon! Sie ging da hinein, um sich die Nase zu pudern und kam nie wieder zurück. Spülmittel, erfreue dein Geschirr mit einer warmen, seifigen Umarmung. Gibt's da vielleicht auch eine Kombo? Mach es aus, Kombo! Auch da habe ich eine Idee. Ein Brief. Was ist dort oben? Oben über dem Kamin? Oh, diese Frage schwirrt in meinem Kopf herum. Genau wie Rauch. Erstmal die Vogelscheuche hier. Muss ich ja an den Zauberer... Ich kenne ja hier den Zauberer der Smaragdenstadt, nicht der Zauberer von Ost. Von Ost. Oh Mann, von Ost meine ich. Ich würde sagen, ich Ossi hier. Ballons. So, hatten wir schon. Mach es aus, Kombo. Da war bestimmt das Trockeneis. Und ein Violoncello. Es benötigt 1000 Stunden, um es zu beherrschen. Aber nur eine Sekunde, um es in einen Haufen Aschen zu wandeln. Da würde ich mal glatt dagegen wetten, dass das nur eine Sekunde braucht, um zu verbrennen. So. Pulverfass. Hoffentlich explodiert das cool. Wuhu! Cool. Viele bunte Farben. Und ein bisschen Spülmittel rein. Waschmittel vielmehr. Und ein Kokon. Alter, das ist ja übelst ab. Oh, ein Schmetterling. Ah! Das erste, was hier überlebt hat von meinem Zeugs. Und mal die Mach-es-aus-Kombo.
Bitte? Scheiße. Ich wollte doch die Mach es aus-Kombo machen. Ach. Das müsst ihr mir doch sagen. Scheiße, jetzt ist das ja alles eingefroren. Oh nö. Zählt das noch? Mist. Totally flipping out hier. Schneekugel, da drin ist eine ganze gefrorene Welt. Und das Cello. Muttis kleine Helferpillen. Mutti braucht ihr Frühstück. Gab's hier nicht eine Pilleneinwerfer-Kombo? Der nächste Katalog. Ach, die Lampe habe ich noch gar nicht gekauft hier. Die Mach es aus-Kombo wollte ich ja noch machen hier. Oh, das dauert ja ewig. Und die Pilleneinwerfer-Kombo. Brauchen wir wieder ein Erfolgserlebnis. Hat alles nicht so geklappt zuletzt hier. Und ich denke, ich mache dann an dieser Stelle einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das Feuer flackert mit Möglichkeiten. Was wohl passiert, wenn ich ihm ein bisschen näher komme? Oh, Sugarplums, komm nicht auf blöde Ideen. Ich weiß, es ist eine schwere Zeit, aber so langsam habe ich das Gefühl, wir müssen die Gute da drüben retten. Vielleicht versuche ich auch nur einen Sinn in diesem Spiel zu finden, den es nicht gibt. Blitzeiswolke. Für das feuchte Gefühl in den Knochen. Ach, das könnte natürlich die auch die Mach-es-aus-Kombo sein. Und das ist das Letzte, was ich heute versuche. Hier. Nun gut. Ich mach dann später mal weiter. Drücke mal kurz Escape, was nichts bringt, aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis bald.